Ich glaube, die meisten Menschen kommen irgendwann in ihrem Leben an den Punkt, wo sie sich fragen, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was soll das hier überhaupt auf der Erde? Warum bin ich hier überhaupt angetreten? Was ist so der wahre Grund meines Daseins hier? Was ist überhaupt der Sinn meines Lebens hier? Und weißt du, was in meiner Welt der Unterschied ist zwischen denjenigen, die irgendwann mal zurückblicken auf ihr Leben? Es hat ein paar Jahre gedauert, aber ich habe den wahren Sinn meines Lebens noch entdeckt. In meinem Sprachjargon ist das der Seelenplan. Ich bin meinem Herzen noch gefolgt und habe mir noch das Leben mit meinen Liebsten, die ich gerne mit im Boot habe oder gehabt habe, erschaffen. Und zu denjenigen, die zurückblicken und denken, hätte ich doch nur. Der einzige Unterschied ist, dass diejenigen, die mal zurückblicken und denken, ja, hat ein paar Jahre gedauert, aber ich habe noch den wahren Sinn meines Lebens entdeckt und ich habe mir mein Traumleben noch erschaffen, ist, dass sie ihren Träumen gefolgt sind. Nichts anderes. Jeder von uns hat die gleichen Voraussetzungen, ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogen gesagt, bei dem einen oder anderen mag es ein bisschen einfacher sein, aber jeder von uns hat die gleichen Gaben, das bringt es besser auf den Punkt. Jeder von uns hat die gleichen Gaben und Möglichkeiten dahingehend, dass wir, jeder von uns, sich seine Lebenswirklichkeit mit unseren Gedanken, mit unseren Emotionen und mit unserem Handeln erschafft. Das ist bei jedem gleich, egal ob man jetzt aus dem völlig armen Haus kommt, ja, wo, keine Ahnung, Armut eine große Rolle gespielt hat. Sonst gäbe es ja nicht so diese klassischen Geschichten vom Tellerwäscher zum Millionär oder sowas. Oder ob ich schon in einer Unternehmerfamilie, wo viel Geld vorhanden ist, geboren bin. Da ist ja auch nicht jeder aus der Familie unbedingt dazu geneigt, seinen Träumen zu folgen und sich ein wirklich erfolgreiches, freies Leben zu gestalten. Weil erfolgreich und frei heißt für mich, unabhängig vom Kontostand natürlich auch zu sein und frei zu sein zu dem, was ich tagsüber mache, wie ich mir meine Zeit einteile und, und. Mir hat gerade, fällt mir eben ein, gestern noch jemand erzählt, der ein Unternehmertreffen hatte, wo 40 Unternehmer so zusammengekommen sind. Und da gab es welche, die sehr, 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 sehr erfolgreich waren und auch schon so in die Richtung Milliardär vermutlich schon unterwegs waren. Aber die hatten keine Zeit. Die hatten keine Zeit, ihr Leben zu leben. Und das ist für mich so der entscheidende Unterschied. Beides ist möglich. Du kannst alles Geld dieser Welt in dein Leben ziehen, wenn du das möchtest. Du kannst deine kühnsten Träume zur Lebenswirklichkeit werden lassen, wenn du das möchtest. Es ist immer unsere freie Entscheidung, unsere Wahl. Wenn ich jetzt sage, freie Entscheidung, rebelliert der Kopf vielleicht und sagt, ja, aber dies oder jenes ist im Außen. Ja, im Außen sind immer Dinge, die uns entweder daran hindern können oder wir sagen, okay, jetzt erst recht. In meinem Außen, als ich angefangen habe, von einem freien Leben zu träumen, wo ich am Arbeitsplatz zwar eine tolle Stelle im öffentlichen Dienst hatte, aber mich zunehmend unzufriedener fühlte, hat niemand im Außen zu mir gesagt, weder aus dem familiären Kreis noch im Umfeld, ja, geh deinen Weg, erlaub dir deine Träume, das ist sensationell großartig, was du für Ideen hast von deinem freien Leben. Niemand. Wenn ich ab und zu mal sowas von mir gegeben hatte im Kolleginnenkreis, die haben mich angeguckt, als käme ich vom Mond. Ja, ich meine, ich habe das in dem Moment wahrgenommen, das hat mich innerlich auch ein bisschen, ja, amüsiert, weil ich wusste, ich gehe diesen Weg, egal was im Außen irgendwo jemand von mir denkt, auch wenn man mir schon gesagt hatte damals, du hast normale Tassen im Schrank und sowas. Ich habe aufgehört, mich darum zu kümmern, was andere denken, was andere sagen, wie andere sich ihre Lebenswirklichkeit erschaffen. Ich habe geschaut, dass ich mich in die Energie von Menschen begebe, die dort sind, wo ich hin möchte und die mir dann zeigen können, wie ich auch dahin komme. Eigentlich logisch, weil wenn ich mich ins Auto setze und gerade in München bin, dann fahre ich ja auch nicht einfach los, wenn ich nach Hamburg will. Dann mache ich das Navi an. Das Navi kennt den Weg. Das hat schon mal jemand programmiert, der diesen Weg kennt. Ja, das ist im Grunde genommen das Hilfreichste, was wir machen können.
Unbequem ein Stück weit ist es dennoch, wirklich seine Träumen zu folgen, weil es da eine Instanz in uns gibt, die diesen Weg nicht kennt, die rebelliert und sagt, boah, das ist gefährlich, also auf ganz subtile Art und Weise. Und das ist so der Grund, wo viele Menschen sich einfach zurückhalten lassen und sagen, oh, bleib doch lieber im Gewohnten, eigentlich geht es da doch ganz gut, da draußen gibt es Menschen, denen geht es schlechter als dir. Also sich in der Richtung vergleichen, in der Richtung war ich viele Jahre in meinem früheren Leben auch unterwegs. Nur letzten Endes diese innere Zerrissenheit, weil ich eigentlich wissen wollte, warum bin ich wirklich hier, warum bin ich hier angetreten, was ist meine Botschaft und wie kann ich die mit der Welt da draußen teilen und meine Ängste überwinden, auch die Angst vor der eigenen Größe, die Angst vor dem Potenzial, was man wirklich in sich trägt. Weil ich vermute mal, auch du hast das Gefühl, irgendwie muss in deinem Leben mehr möglich sein als das, was du bis eben lebst. Sonst würdest du meinen Worten hier nicht lauschen. Und deshalb Ermutigung, folge deinen Träumen, erlaub dir deine kühnsten Träume zur Realität werden zu lassen. Das geht definitiv. Das ist alles für dich vorbereitet. Und ja, mit einer Bekleidung ist es natürlich einfacher. Das ist völlig außer Frage. Wenn wir uns vorstellen, wir hätten uns lesen und schreiben selbst beibringen müssen, das wäre nicht so einfach gewesen. Wenn wir uns vorstellen, wir hätten uns das Laufen aufrecht auf zwei Beinen einfacher selbst beibringen müssen, wäre auch nicht so einfach gewesen. Wir hatten da immer jemand an unserer Seite, der oder die uns dabei geholfen haben. Das ist in den anderen Bereichen im Leben nichts anderes. Nur da haben wir so interessante Ansichten. Ich muss das alleine schaffen. Muss das alleine hinkriegen. Oder ich habe ja schon so vieles probiert und in mich investiert und ich muss das jetzt alleine schaffen, muss irgendwie gehen. Ja, das ist so ein Trugschluss, wo wir gerne schon mal selbst die Schranke zulassen. Habe ich in meinem früheren Leben genauso eine Weile gemacht. Nur aus meiner Erfahrung kann ich einfach sagen, es geht viel, viel leichter mit einer Begleitung. Wenn du dann noch gerne drei Schritte haben möchtest, drei Learnings auf meinem Weg in das freie Leben, es gibt ein kostenfreies Videotraining, schau es dir an und da bekommst du noch ganz, ganz wichtige Learnings mit auf den Weg, die du einfach umsetzen kannst, um weiter deinen Weg zu gehen, der deinem Herzen und deinem Seelenplan entspricht. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich im Videotraining im internen Bereich. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Ciao, ciao.